Vitamin mit Herz. Hey, Sweetness. Hallo. Normalerweise würde ich sowas nicht machen. Aber ich habe so viel jetzt an Informationen über Spider-Man mit Herz gehört, dass ich jetzt mein Rüssel so ein bisschen aufmachen möchte. Ja. Also was überhaupt nicht geht, ist definitiv, dass man sagt, man hilft Leuten und dann nimmt man ganz viel Geld für sich. Das ist nicht fair. Viele kleine Kinder warten bestimmt heute noch auf ein kleines Supergeschenk vom Spider-Man. Ich weiß auch nicht, was ich noch dazu sagen soll. Bei den Trovatos zum Beispiel habe ich gesehen, da war dann jemand, der hat bitterlich geweint. Und ich finde, sowas zu seinem eigenen Vorteil auszunutzen, ist irgendwie schäbig. Für alle Geschädigten da draußen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich hab euch lieb. Definitiv. Und wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir jetzt niemanden mehr glauben. Das ist nämlich das, was auch auf der normalen Welt passiert. Irgendjemand macht etwas nicht gut und dann sind alle, die was Gutes wollen, auch schlecht. Wir müssen definitiv uns dagegen stemmen. Mit diesen Videos zum Beispiel. Also Spider-Man mit Herz, den habe ich sogar selber empfohlen. Ja, weil ich davon ausgegangen bin, das ist die Wahrheit. Scheinbar nicht. Aber da das jetzt noch alles in der Schwebe ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, du böser Spider-Man. Aber vom Gefühl her, so wie es sind so viele Menschen, die sich jetzt da beschweren, habe ich das Gefühl, dass da was Wahres dran sein könnte. Also lieber Spider-Man, wenn das nicht so ist, kannst du dich dann bei mir melden. Dann mache ich auch gerne ein anderes Video. Man macht ja mal Fehler, aber das ist ja kein Fehler mehr, das ist ja dann Betrug. Mann. Ich mache jetzt auch keine Werbung in eigener Sache, weil das spielt jetzt keine Rolle. Ich denke nur an die Geschädigten. Und für alle Geschädigten, wir machen keine 20, wir machen keine 30, wir machen Tempo, 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 auf geht's hier, Doppelumarmung, pow, pow. Ich weiß, ich bin nur ein kleiner Elefant mit nicht so einer großen Reichweite. Aber wenn ihr Hilfe braucht, gucke ich, dass ich jemanden finde, der euch helfen kann. Tschö. Bis dann. Oh.